Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Und damit recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu Alan Wake Remake, Remastered, besser gesagt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Recht herzlich willkommen auch an alle neuen Abonnenten. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Trend17TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich will jetzt als erstes mal eben ganz kurz schauen, dass wir hier die Audio, ich glaube, die Stimmen sind ein bisschen leise. Sprachlautstärke, oh, hat schon volle Lautstärke. Kommt mir irgendwie ein bisschen leise vor. Ich die Musik mal ein bisschen leiser machen. So, Musik braucht nicht so laut. So, ja, dabei wünsche ich uns sehr viel Spaß. Und los geht's. So, Kamera drehen, sehen, Scheinwerfer. Das sieht ja schon mal sehr schön aus hier. Ich hatte das damals schon mal auf der Xbox gespielt. Drehen Sie die Kamera, sehen Sie... Scheinwerfer auf. Okay. Steuerung umkehren nach oben. Nein. Okay, los geht's. Gedrückt. Oh Gott, er kann sich hier ein bisschen... okay. Oh, er ist aber schnell außer Atem hier, wa? Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Hier kommen wir nicht lang. Oder? Können wir das mitnehmen hier? Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Thermosflasche. Ja, wir warten ja schon alle sehnsüchtig auf den zweiten Teil, Alan Wake 2, auch von Remedy. Und da ist wahrscheinlich der Typ, den ich übergefahren habe. Oder das ist... Sie können mich gar nicht unterschreiben. Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Okay. Lieber schnell weggehen, ja. Spring. Sie haben den Termin verpasst.
Angriffen ausweichen mit L1. Okay. Die können mich nicht aufhalten. Gut gemacht. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ah, wo soll ich denn hinrennen? Da. Ah, wir müssen immer ins Licht gehen, möglichst. Ah, er kann ja nicht so... Oh, Opa hat nicht so viel Ausdauer. Opa, komm! Hier, ach hier. Kai. Ja, ja, Opa kann nicht so schnell. Okay, lass mal schnell ins Haus. Lu, komm, Lu! Oh, das sieht ja richtig gut aus. Also wenn ich an die Xbox-Version von damals denke, also da sind schon gewaltige Unterschiede. Da haben sie ja richtig was rausgehauen hier. Boah, geköpft den Vogel. Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Fernseher. Boah, heftig. Ja, aber wie? Komm ja nicht raus hier. Bin ich nach. Okay, wo kann man da? Komm. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Okay, ich gehe mal ins Licht. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin hier und habe vor, Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Nur schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Taschenlampe? Nehmen. Heben Sie die Lampe auf. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Okay.
So. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Hui. Ui. Das war's dann, Wei. Weiß nicht, wo ich lang soll hier. So. War, wie oft kommt der denn noch? Hier hoch wahrscheinlich, ne? Ah! Das Licht, das Licht, das Licht, das Licht! Damit kann ich ewig weitermachen! Oh, er kann nicht mehr rennen. Ah, okay. Wir haben es gleich geschafft, das ist noch eine Thermoskanne. Das geht hier ja schon gut ab, mein lieber Schwan. Geiler Horror. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefällt. Abonniert den Kanal. Abonnieren ist immer noch kostenlos. Eines der wenigen Sachen, die nicht teurer geworden sind. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Bright Falls. So, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird.
Mal. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hirschfest, Harry Hirsch. Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Dann wenn wir mal Urlaub machen, da ist wieder irgendwelche sensationslustigen Reporter. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Kann man hier hochgehen? Eine Thermosflasche hier, ne? Oh, das Wasser ist wirklich schön geworden hier. Sieht gut aus. Da kann ich nicht hoch. Na komm, Schnarchnase. Ich erledige alles. Ich habe alles arrangiert. Ich fahre das Auto. Ich trage sogar das Gepäck. Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und Fahrt genießen. Ja, klingt als... Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carl Stuckey. Er wartet auf uns. Carl Stuckey. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Na? Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan! Ich hätte ja wenigstens eine Schirmmütze aufgesetzt und den Bart weggemacht. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Carl Stuckey. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starship vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Ich will die Thermosflasche haben da hinten. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kokolat Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Na klar, Chef, mach ich. Oh yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach wieder. Und so wird's ein Rocker sein? Unglaublich. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stuckey finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg.
Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Recht. Na, die ist auch irgendwie komisch. Unbedingt. Danke. So, schauen wir mal eben. Jo, wir machen an dieser Stelle unseren nächsten Boxenstopp. Hier geht's das nächste Mal super spannend weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao, ciao.